alles Geld auf dieser Welt besteht aus Schulden. Geld entsteht nur, indem Sie oder wer auch immer zur Bank geht und sich Geld aufnimmt. Dadurch entsteht Geld. Wir haben heute ein System, in dem die privaten Banken Geld aus dem Nichts heraus schaffen. Sie schaffen Geld aus dem Nichts heraus und erhöhen damit ihre Macht. Die amerikanische Notenbank Fed ist wiederum aber keine staatliche Organisation, wie man meinen möchte, sondern gehört den großen amerikanischen Banken. Die sind Eigentümer der amerikanischen Notenbank Fed. Also sie stellen praktisch selbst dieses Geld her, für das dann der amerikanische Steuerzahler haften muss und leihen es sich dann von sich selbst und kassieren die Zinsen. Die Zinsen muss der amerikanische Steuerzahler erwirtschaften und an den Staat abtragen. Also es ist eigentlich ein Ponzi-Scheme, es ist ein Pyramidenspiel, ein Schneeballsystem, das nicht funktionieren kann auf Dauer, aber im Moment noch am Rollen ist. Und dieser Schneeball wird immer größer und rollt auf uns zu. Was passiert denn gerade jetzt beispielsweise, wir haben jetzt die Entwicklung in Griechenland gesehen, in den Südstaaten. Die Notenbank stellt Geld zur Verfügung. Die privaten Banken leihen sich dieses Geld für 1%, kaufen sich Anleihen von Italien für 6% und hinterlegen die als Sicherheit wieder bei der Zentralbank. Haben sich 5% rausgeschnitten ohne Risiko. Das Risiko liegt ja komplett wieder bei der Zentralbank. Mit welcher Begründung? Für was brauchen wir die private Bank dazwischen? Warum kann diese Zentralbank als Monetativ das nicht direkt machen und mit den Staaten das Geld zur Verfügung stellen? Und wenn wir da weiterdenken, wieso denn kann die es nicht auch ohne Zins machen, zu sagen, wir stellen euch das Geld zur Verfügung, aber nur so viel, wie wir vernünftig erachten, wie notwendig ist, um den Wirtschaftswachstum des nächsten Jahres zu bezahlen. Dieses Geld kriegt ihr ohne Zins zur Verfügung gestellt. Dafür muss dann der Bürger nicht arbeiten, dafür muss dann der Bürger keinen Zins erwirtschaften, der bei privaten Banken landet, sondern der Staat könnte seinen Aufgaben nachkommen. Wieso denn kann die es nicht auch ohne Zins machen, 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 ohne Zins machen. Dies ist eine Nachricht an die gesamte deutsche Bevölkerung. Die Zeit ist gekommen, dass wir uns alle erheben müssen. Es bringt jedoch nichts, gegen Symptome zu kämpfen. Wir müssen die Ursache beheben, und zwar die Wurzel allen Übels, dass die Natur, die Menschen, den gesamten Planeten ausplündert und zerstört. Das Zinsgeldsystem. Es ist ein unnatürliches, zerstörendes System, welches wie ein Krebsgeschwür wächst und die gesamte Menschheit versklavt. Alles Geld, das im Umlauf ist, sind Schulden. Geld entsteht durch Schulden. Das heutige Geld ist durch nichts mehr gedeckt. Es ist Fiat Money. Es ist wertloses Papiergeld. Weder der Dollar noch der Euro sind staatliche, vom Volk legitimierte Währungen. Es ist ungedecktes Falschgeld aus privaten Druckereien. Es ist nur das Vertrauen und die Akzeptanz der Menschen, die diese Währungen am Leben halten. Der Staat könnte sein eigenes Geld ausgeben, aber er muss sich bei privaten Banken verschulden und dafür Zinsen zahlen. Der Staat wiederum treibt die Zinsen durch Steuern bei seinen Bürgern ein. Beim Einkaufen zahlen wir ebenfalls die Zinsen der Industrie. Alle Zinskosten sind in die Endpreise eingerechnet. In unseren Lebenshaltungskosten haben wir einen Zinsanteil von 40%. Zins ist der Motor für die Umverteilung von fleißig nach reich. Der US-Dollar wird von der Fed ausgegeben, eine private Organisation, die den großen Banken gehört. Der US-Dollar ist somit privates Geld. Der angebliche Daseinszweck der Fed ist es, den Dollar stabil zu halten. Seit Einführung der Fed hat der US-Dollar aber mehr als 90% seines Wertes verloren. Die USA müssen sich bei der Fed verschulden und dafür Zinsen zahlen. Allein durch Zinsen macht die Fed einen jährlichen Gewinn von 2500 Milliarden US-Dollar. Der letzte Präsident, der sich gegen dieses Ausbeutungssystem erhoben hat, war John F. Kennedy. Er wollte die Geldschöpfung weder in die Hände des Staates geben. Sein Vater sagte zu ihm: Wenn du dieses Gesetz unterschreibst, werden sie dich umbringen. Nach dem Tod von Kennedy hat der darauf folgende Präsident Lyndon B. Johnson als erste Amtshandlung dieses Gesetz rückgängig gemacht und das Geldmonopol wieder in die Hände der Fed gegeben. Seit diesem Zeitpunkt stellt kein Politiker mehr die Systemfrage: Bei wem ist die gesamte Welt verschuldet und wieso müssen die Länder dafür Zinsen zahlen? Sie könnten ihr eigenes Geld ausgeben. Ein Zinsgeldsystem bricht mathematisch bedingt circa alle 70 Jahre zusammen. Dann benötigt es einen Krieg.
Dann kann man alles kaputt bomben und wieder aufbauen. Wir befinden uns an einem Scheidepunkt für die gesamte Menschheit. Es geht um alles oder nichts. Es geht um Frieden oder Krieg. Es geht um Freiheit oder Sklaverei. Wir müssen alle auf die Straße. Für Frieden. Für Freiheit. Für ein sinnloses Geldsystem. Ob sogenannte Linke, sogenannte Rechte, Bürger, Polizisten, Deutsche, Immigranten, es spielt keine Rolle. Man will uns nach dem alten Prinzip Teile und Herrsche ausspielen und gegeneinander aufhetzen. Wir müssen alle zusammenhalten und uns friedlich erheben. Für Frieden. Für Freiheit. Für ein sinnloses Geldsystem. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Ein Zeitalter der Freiheit!